Kontosperre, wenn du deine Fingerabdrücke nicht hergibst. Klingt utopisch, weit gefehlt. Ist jetzt schon real und wird in vielen anderen Ländern, außer dem, was ich dir jetzt zeigen werde, noch geplant. Dazu komme ich auch noch. Wir sehen hier eine Google-Suche und da wird davon gesprochen, dass Kuwait angekündigt hat, Bankkonten von Einwohnern zu sperren, die ihre biometrischen Fingerabdrücke nicht registrieren lassen. Kuwait, jetzt sagt man, okay, Kuwait, ja, das kennt man eher von irgendwann einmal war da Krieg rund um den Irak und so weiter. Kuwait hat aber etwas Interessantes auch gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, das zeige ich euch jetzt und dann kommen wir dazu, welche Länder noch drin sein und was das aus meiner Sicht heißt. Kuwait verlangt Genproben von allen Bürgern und Einreisenden. Das war 2016, steht auf Telepolis. Telepolis ist eigentlich ein Mainstream-Medium, aber noch ein relativ alternatives Mainstream-Medium, das sehr gut recherchiert. Gut, also Kuwait hat sich also Genproben geben lassen. Wie nimmt man Genproben? Na, indem man in irgendeiner Form Speichel oder sonstiges nimmt, oder? Speichel. Wir erinnern uns. Was haben Sie bei uns gemacht mit Corona? Sie haben Speichel und damit Genproben genommen. Aha. Und jetzt kommt genau das mit dem, dass man sich registrieren muss, damit man zu sein Geld wieder dazukommt. Und jetzt nenne ich euch die sonstigen Länder, die da auch noch geplant sind oder beziehungsweise schon bearbeitet werden. Ich zeige es euch auch da schnell noch. Ich benutze sehr oft ChatGPT zur Recherche von Dingen, weil es einfach so viel schneller geht. Und zwar schaut so aus, dass wir da haben Vietnam, wir haben Indien, wir haben China, also BRICS, wir haben Nigeria, wir haben Pakistan. Das war's. So, also, die BRICS-Staaten sind voll involviert, nicht nur in die digitale Währung, sondern auch in das Abholen von verpflichtenden digitalen Daten, weil du sonst dein Konto nicht mehr benutzen kannst. So, und jetzt reden wir kurz drüber, wieso wollen die Staaten denn, dass man die Kontos nicht mehr nutzen kann, ohne biometrisch in irgendeiner Form abgesichert zu haben, was für eine Daten der hat. Das ist ja genau das, was die digitale ID will. Die digitale ID in Österreich, wie sie geplant ist, auch in Deutschland, führt doch dazu, dass unser Fingerabdruck, unser Genmaterial zusammen mit unseren Steuerakten, unseren ganzen Gesundheitsakten, unseren gesamten Akten des gesamten Staates und in Zukunft auch mit einem digitalen Wallet verknüpft sein soll. Das ist genau das, was Kuwait jetzt macht. Das ist genau das, was Indien und China und andere jetzt schon machen. Wer glaubt, dass die G7, das sind die einen und die BRICS sind die anderen? Nein, die arbeiten auf derselben Agenda. Vielleicht streiten sie ein bisschen um die Vormachtstellung auf dem Planeten, aber sie arbeiten an derselben Agenda. Und ich habe eine große, große Warnung an dich. Wenn du noch Geld auf der Bank hast, hast du ein Riesenproblem. Dieses Problem wird man da vorher nicht sagen, aber du wirst es sehr bald spüren. Du wirst nämlich fast alles, was du auf deiner Bank hast, verlieren. Weil das, was da daherkommt mit diesen digitalen Konten, das wird nicht passieren, ohne dass die Menschen abgezockt werden. Das Ziel ist, die Menschen abzuzocken. Die Globalisten planen den größten Raubzug der Geschichte. Und dazu gehört das alles mit den digitalen Fingerprints, mit dem Wissen, wer hat welches Geld dahinter, das EU-Vermögensregister und so weiter. Das passt ja alles zusammen. Nur wenn man mitdenkt. Wenn man nicht mitdenkt, wird man halt verlieren. Jeden das Seine. Aus meiner Sicht, wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du aus anderen Ländern? Welche Informationen hast du? Und gerne kannst du dieses Video auch an Freunde, Verwandte weiterleiten. Über Facebook, WhatsApp oder über YouTube, Telegram, wie du magst. Wenn du meinst, jemand sollte das erfahren, dass das alles gerade passiert, dann kannst du es gerne weiterleiten. In diesem Sinne, Widerstand ist und bleibt Pflicht.